Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Ausgabe. Und eigentlich ist ja Sommerpause bei der Heute-Show, aber es gibt natürlich die Heute-Show Spezial. Und da sind die beiden Reporter Lutz van der Horst und Fabian Köster auf Tour. Kuvadis CDU, das war so der erste Teil, den man im Juni sehen konnte und natürlich auch über die Mediathek noch zu empfangen ist. Und zwei weitere Teile gibt es noch im August, September. Darüber wollen wir heute sprechen mit meinem heutigen Gast, mit Fabian Köster. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch. Und vor allem, ich meine, es ist Promi-Geflüster, dass ihr euch von Lutz und mir den richtigen Promi ausgesucht habt. Finde ich schon mal gut. Genau. Ich hätte auch gerne mit euch beiden hier vorlieb genommen und euch beide sozusagen ins Verhör mal andersrum. Sonst seid ihr ja diejenigen, die die... Leute ins Verhör nehmen, beziehungsweise die Politiker vor allen Dingen. Ne? Genau. Ja, jetzt, bevor wir jetzt gleich da mit dem Sommerspezial, mit der Heute-Show-Spezial da mal beginnen, kurz mal vorneweg, wer dich jetzt vielleicht noch gar nicht kennt, du bist eigentlich ja noch recht jung, so vor kurzem erst Geburtstag gehabt im Juli, gell? Ja, ich genau. Hab's. Wikipedia verrät's. Wikipedia verrät's und eigentlich einer der jüngsten Comedy-Autoren. So hat es bei dir mal begonnen mit 20 Jahren, gell? Genau, also ich habe schon während der Schulzeit auf Bühnen gestanden, Poetry Slam, Stand-Up und bin dann darüber als Autor zur Heute-Show gekommen und bin auch nach wie vor Autor bei der Heute-Show und habe dann ja auch als Außenreporter irgendwann angefangen da. Genau, ist die Heute-Show, sind die auf dich zugekommen oder hast du dich bei denen beworben? Wie ging das damals? Tatsächlich hat mich eine Redakteurin von der Heute-Show damals bei einem Auftritt gesehen und gefragt, ob ich mal bei den Autoren ein Praktikum machen will. Und dann bin ich da mal ein, zwei Wochen als Gastautor gewesen und das hat sich dann verstetigt. Okay. Ich will dich jetzt nachher nicht zu sehr überraschen. Vielleicht schaffen wir es noch, wenn es in die Zeit reinpasst. Du hast auch mal begonnen, deine Karriere da mit selbstverfassten Gedichten in der Poetry Slams. Hast du das noch drauf? Weißt du noch den Anfang, wie es damals losging? Ja, das war so, dass tatsächlich ein Poetry Slam an meiner Schule einfach stattgefunden hat. Das hat auch ein älterer Schüler damals organisiert. Und dadurch habe ich da einfach mal mitgemacht. Also das war tatsächlich Zufall. Mal sehen, vielleicht kann es ja nachher mal eine kleine Kostprobe noch geben, wenn es noch reinpasst wenn es noch was im Hinterkopf vorhanden ist. Ne? Ja, jetzt kommen wir mal zu der Heute-Show-Spezial. Wie gesagt, die erste, die haben wir jetzt schon im Juni sehen können. Genau. Gibt es allerdings ja auch noch in der Mediathek abrufbar. Ne? Genau. Da habt ihr mal bei der CDU ein bisschen sozusagen auf den Sand gefüllt. Friedrich Merz, den für ein Interview zu bekommen, ist äußerst schwierig, oder? Wie muss man das sehen? Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben uns ja sehr um ein Interview bemüht mit ihm und waren auch am vereinbarten Treffpunkt, aber er hatte dann irgendwie keine Lust, mit uns zu reden. Warum auch immer, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Also weiß ich auch nicht, warum er auf solche investigativen, seriösen Fragen wie die unseren nicht eingehen wollte. Kann ich mir nicht erklären. Ja, aber ansonsten ist der Beitrag, es ist ja eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Genau. Gut aufgebaut und ich denke auch mal sehr zeitintensiv. Also ihr seid ja da jetzt nicht nur einem Punkt, ihr seid ja durch die ganze Republik gereist, mehr oder weniger, ne? Ja, genau, das ist eben der Unterschied zur normalen Heute-Show. Da haben Lutz und ich ja immer so 3,5 bis 4 Minuten nur Zeit. Und jetzt bei den Spezials können wir uns halt mal 30 Minuten einem Thema monothematisch widmen und das auch in die verschiedenen Unterthemen so ein bisschen aufteilen und sind da richtig reportagisch, aber auch gewohnt unterhaltsam, will ich mal sagen, unterwegs. Was kann man jetzt dann in den nächsten beiden ausstehenden Folgen noch erwarten? Ich denke mal, also, CDU ist jetzt erstmal abgehakt, oder? Genau, die CDU ist abgehakt und das nächste Thema beginnt aber auch mit C. Wir widmen uns nämlich der Cannabis-Legalisierung, die da ja kommen soll, von der Ampel angepackt. Am 12.8. kommt das und auch da waren wir wieder in der ganzen Republik, könnte man sagen, unterwegs. Und natürlich in Holland. Ich glaube, das muss man natürlich als
als Reporter, die über Cannabis reden wollen. Und ja, wir haben den Gesundheitsminister Karl Lauterbach getroffen und gefragt, ob er mit uns vielleicht mal einen durchziehen will. Die Antwort gibt es dann auch am 12.8. Da Und bin ich schon gespannt drauf. Da bin ich schon gespannt. kann Das man wird sagen. bestimmt witzig. Ja. Und natürlich müssen wir uns ja so einem Thema auch mit Expertise annähern. Deswegen haben Lutz und ich auch einen kleinen Selbsttest. Natürlich mit medizinischer Begleitung. Okay. Nicht, dass man euch da total benebelt und ganz high irgendwo erlebt. Das nicht. Ich will nicht zu viel verraten. Okay, also kann man reinschauen im August, genaue Datum, was war's? Moment. 12.8. 12.8., genau. Genau, Ab 22. 22:30 Uhr, glaube ich, sowas, ne? Genau, gewohnt, ja. Ja, ge genau. Ja, und nächste Thema noch, das Das nächste Thema wird auch letzte spannend, Spezial. ist dann am 2. September, also in der genau eine Woche bevor die reguläre heute schon dann wieder startet. Widmen wir uns dem Thema Bundeswehr, die ja jetzt durch das Sondervermögen mit 100 Milliarden wieder aufgepäppelt werden soll. Und Bundeswehr ist natürlich ein Thema, das von Natur aus in den letzten Jahren für gute Unterhaltung gesorgt hat. Und wir gucken mal, wie sich das jetzt so ändert mit den 100 Milliarden. Tja, da sind wir auch gespannt, genau. Und natürlich, wo es natürlich hinten und vorne hapert, sind wiederum die FSJler oder beziehungsweise die die Wehrdienstleistenden, die jungen Leute, ne? Keine Ausbildung groß mehr. Das haben sie ja auch alles abgeschafft, den Ja, und Wehrdienst, wir ne? gehen natürlich der wichtigsten Frage überhaupt nach. Wird uns Christine Lambrecht im Bundeswehr-Hubschrauber mitnehmen? Okay. Auch ein Thema, definitiv, genau. Das ist ein Thema für sich. Richtig, genau. Also wer es weiß, man kann drüber nachdenken, Ja. vielleicht kommt man drauf, genau. Ja, jetzt natürlich die Politiker, die ihr so vor der Linse, vor dem Mikrofon habt, wie schwer ist es? Welche sind einfach zu handeln? Welche machen da einfach mit? Und welche sind etwas schwieriger? Kann man da irgendwie so einen roten Faden ziehen? Eigentlich nicht. Also da gibt es in jeder Partei solche und solche. Also kann man gar nicht so pauschal sagen tatsächlich. Also ich freue mich eigentlich auf jeden Schlagabtausch, egal mit welchem Politiker und welche Parteifarbe er hat. Dann ist es natürlich, denke ich, auch mal so. Klar, man weiß ja nie, was für eine Antwort kommt. Wie schlagfertig muss man sein? Ich glaube, so ein gewisses Grundtalent zur Schlagfertigkeit kann nie schaden. Man kann sich natürlich vorbereiten, aber man kann sich natürlich auch nur auf die erste Frage vorbereiten und danach entwickelt sich halt so ein Gespräch. Deswegen ein bisschen auf Zack sein hilft schon manchmal, ja. Ja. Aber ihr habt ja so einen roten Faden dann schon durch, aber denke ich mal, aber wie bereitet man sich grundsätzlich dann so vor, wenn man jetzt ja nie auf eine Antwort weiß, was kommt? Naja gut, wir gehen natürlich auch schon redaktionell vorbereitet rein. Also inhaltlich versuchen Lutz und ich da schon sattelfest zu sein und das Ganze dann aber auch lustig rüberzubringen, also unterhaltsam rüberzubringen. Aber das ist, glaube ich, so diese Mischung, die wir versuchen wollen zu erreichen. Also dass wir sowohl unterhaltsam sind, aber auch ein bisschen Inhalt transportieren können. Deswegen diese Mischung macht's und diese Gratwanderung, auf der versuchen wir zu tanzen. Ich erinnere mich immer noch ein bisschen so an Rudi Carrell, der gerne immer ein bisschen mit dem Norbert Blüm sehr viel gemacht hat. Habt ihr da auch schon jemanden in Aussicht, mit dem ihr euch sehr gut versteht? Ach, das wechselt immer von Themengebiet zu Themengebiet. Also bei der CDU hatten wir ja ein Arbeitsfrühstück mit Philipp Amthor. Ich weiß nicht, ob der das in so guter Erinnerung hat, weil wir haben ihn ja mehr oder weniger gezwungen, veganen Schinken zu probieren. Für ihn quasi ein Kulturschock. Jetzt beim nächsten Thema sind wir ja, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, auch mit dem Bundesgesundheitsminister unterwegs. Also es gibt schon immer Highlights in jedem Spezial, würde ich sagen. Auf alle Fälle, ja. Gerade mit dem Arbeitsfrühstück sozusagen. Ihr seid ja mit denen alle oder versucht es zumindest auf sie zu, auf ja, auf die förmliche Art. Aber ich glaube, einmal ist ihm ein Du durchgerutscht.
Ja, ich das ist tatsächlich, also wir siezen ihn Also natürlich, von ihm aus sogar, ja, oder? von ihm, aber wenn er uns da duzen mag, das kann er natürlich gerne Das tun. bestimmt, glaube ich, fast noch jünger als ihr oder so, zumindest im gleichen Ja, Alter, es ist oder? auf jeden Fall, also jünger als Lutz ist er auf jeden Fall. Ja, Lutz ist schon ein alter weißer Mann, könnte man sagen. in der Hinsicht ganz genau. Ja. Nee, also da sind wir schon gespannt, definitiv. Und ja, für dich jetzt so bei der Heute-Show mitwirken zu dürfen, so als junger, damals, wie war die Bezeichnung, Lehrling? Jetzt hast du mittlerweile ausgelernt, oder? Ach, man lernt ja nie aus, sagt man ja immer so schön. Vor allem, weil durch meine Arbeit lernt man ja tatsächlich auch jedes Mal was Neues. Also man kommt ja auch an Orte, an die man sonst privat vielleicht nicht hinkommen würde. Das finde ich auch mit einer der spannenden Sachen an meinem Beruf. Aber natürlich ist es so, dass man sich da versucht, auch weiterzuentwickeln. Und da kann ich natürlich nur von meinem großen Vorbild Lutz lernen. Grundsätzlich, wenn ihr jetzt euch so für solche Termine dann auch anmeldet, um in den Bundestag reinzukommen oder sonst wo, nehmen die euch dann schon ernst, wenn er sagt, wir kommen von der Heute-Show, als wie wenn er nur sagt, wir kommen von heute? Wird man da ernst genommen? Oder wie ernst wird man genommen? Aber ich glaube, wir werden schon ernst genommen, aber natürlich ist es immer auch hilfreich, wenn man sagt, wir kommen von der Heute. Okay, alles klar. Ja, Also nee, klar. die Kollegen sind ja dann vielleicht doch ein Ticken seriöser oft unterwegs als wir. Richtig, Wir richtig. versuchen ja dann doch so ein bisschen Entertainment auch reinzubringen. Genau. Aber ich finde es auch ganz gut. So lernt man auch mal die Politiker ein bisschen von einer anderen Seite kennen und sieht auch dann mal, wer Humor mitbringt. Ja, ganz genau. Auf jeden Fall sind es andere Fragen, die wir stellen, und da kommen dann auch oft andere Antworten. Richtig, damit müssen Sie dann rechnen, damit müsst ihr rechnen. Ganz klar. Genau. Ne? Aber letztendlich soll es ja auch irgendwie was sein, einfach mal ein bisschen der Politik sozusagen den Spiegel vorzuhalten, mal ein bisschen aufzuzeigen, was nicht so ganz gerade läuft und da vielleicht mal ein bisschen ja, Zeigefinger heben oder wie auch immer. Ne? Ja, genau. Also ein Aber Stück genau, weit wir auch. versuchen natürlich auch Fakten zu transportieren, Ja. und im besten Fall fühlt man sich dabei gut unterhalten. Ganz genau, richtig. Nee, dann hoffen wir mal, dass es euch noch oft und viel gelingen mag, dass wir Wir da noch einiges sehen und hören. Ich meine, die politische Lage ist ja nach wie vor gerade aktuell und sehr, ja, sehr spannend auf alle Fälle, ne? Sagen wir so, die Themen gehen einem ja nicht aus. Nee, nee, definitiv nicht, genau. Und ob unsere Regierung, ob es die lange durchhalten, das wird auch noch so ein Thema sein, ne? Das wird auch spannend, ja. Also ihr habt dann schon weitere Themen, die ihr da schon fürs nächste halbe Jahr wieder habt, oder? Machen wir auf jeden Fall keine Sorgen, dass wir keins mehr finden. Ja, Kein Thema ja. mehr. Sehr gut. Soweit mal zur Heute-Show, heute Spezial. Jetzt kommen wir mal zu dem Gedicht, was wir mal vorhin mal angesprochen haben. Hast du da spontan noch was auf Lager, was damals so eines deiner ersten vielleicht war? Muss jetzt nicht das Komplette sein, weil das wird wahrscheinlich die Sendezeit wieder sprengen, oder? Ja, wirklich. Tja. Ich weiß noch, dass ich mal ein sehr abstraktes Feld des Humors bedient habe, indem ich eine Kategorie namens unnötige Gedichte erfunden habe. Das waren zwei Zeiler, die genau das waren, was der Titel schon ausdrückt, unnötig. Da fällt mir noch ein, das Gedicht hieß Der Rahmen. Und es ging so: Der Rahmen wollte ein Fenster sein, doch es gab kein Glas. Ja, das war's. Okay. Könnte auch von Heinz Erhardt gestammt haben, ne? Das nehme ich mal als Kompliment. Ja, so kurze Dinger hatte der auch immer wieder drauf. Ganz genau, richtig, sehr schön. Nee, toll. Natürlich sind wir hier bei Promi-Geflüster auf vielen Plattformen zu sehen und auch, denke ich mal, Fabian, wo kann man denn deine Beiträge überall sehen? Also, ich habe natürlich auch eine Instagram-Seite, eine Twitter-Seite, wo ich
versuche regelmäßig auch Memes zu posten. Das macht mir eigentlich relativ viel Spaß. Und auch eine TikTok-Seite habe ich natürlich. Man muss ja mit den modernen Medien auch dabei bleiben. Genau, also da kann man mir folgen und sich gut unterhalten fühlen, hoffe ich. Auf alle Fälle, ganz genau. Also da mal ruhig durchklicken, Twitter, ne, beziehungsweise bei Instagram, da sind sehr viele Beiträge, auch immer mal wieder mit lustigen Genau. Sprüchen dabei, ne? Sprechblasen etc. Kommt sehr gut. Ne? Ganze Palette, ja. Genau, also ich folge dir, wäre schön, wenn ein Rückfolger kommt. Why not? Ich guck mal, was sich machen lässt. Alles klar, sehr gut. Wie sieht deine Sommerzeit noch aus? Was passiert bei dir? Urlaub schon gehabt oder wo geht's Nee, noch hin? tatsächlich gar keinen Urlaub, weil Lutz und ich ja für die heute schon Spezials, du hast es ja eben schon angedeutet, tatsächlich viel an verschiedenen Drehorten in Deutschland unterwegs sind und da bleibt keine Zeit für Urlaub, aber ich meine, wir beschäftigen uns in der Sommerpause mit dem Thema Cannabis. Das ist ja quasi wie Urlaub. Ja, dann warten wir so richtig high, genau. Ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, am 12. August war es. Einschalten, Genau. ZDF, heute Show 20:30 Uhr im ZDF. Genau, und dann später auch in der Mediathek zu sehen. Genau. Ja, soweit haben wir es. Da haben wir dich schon mal ein bisschen mal vorgestellt. Vielleicht lernen wir uns auch mal irgendwann persönlich kennen. Würde mich freuen. Ja, mich Zwar auch. nicht auf der politischen Ebene, aber vielleicht sonst wo. Genau. Grüßen Lutz recht schön, unbekannterweise, und macht's gut und euch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Dann schönen Tag. Das war's schon, genau. Bis dahin, liebe Zuschauer, euer Frank Stiller und Euer Fabian Köster.